geboren zwischen 1955 und 69. Die Babyboomer, die geburtenstärkste Generation in Deutschland. Große Mittelpunkt bei uns gestern mit Geschichten, was früher anders, was besser war und Basis auch heute Morgen noch eine kleine Zeitreise zurückzumachen. Ich bin auch ein Babyboomer, bin Baujahr 64. Wir hatten auch den Krieg im Hinterkopf oder die Bedrohung von Russland. Das hat uns auch geprägt und wir hatten mehr Druck von den Eltern. Da wurde auch nicht gefragt, was willst du, sondern einfach mach mal und wir haben es gemacht. Ich bin Jahrgang 68. Was wir halt eben noch vermittelt bekommen haben, war halt eben der Respekt gegenüber Älteren und vor allen Dingen die Ordnungshüter, Polizei und sonstiges. Also Respektpersonen sind wir mit Respekt entgegengekommen, man hat die Leute gegrüßt. Ich bin 1964 geboren. Ich würde sagen, wir sind alle sehr auf Leistung getrimmt worden, schulisch, beruflich. Wir sind die Generation, die noch zäh ist. Ich bin Jahrgang 65. Wir hatten es in manchen Beziehungen einfacher, gerade die ganz Technik nicht, die die ganzen Kiddies heute benötigen. Und auf jeden Fall in den 70er, 80er Jahren die Musik war eine Menge besser wie das, was heute teilweise auf den Markt kommt. Wir 60er Geborene sind in einer unbeschwerten Zeit aufgewachsen. Kein Handy, keine Social Medias, dafür Kanten und Brennball etc. Pommes rot-weiß war ein Highlight einmal im Monat und nicht Döner jeden Tag. Ich bin so froh, dass ich in den 60er geboren wurde. Diese Erinnerung nimmt mir niemand mehr.